So, Freunde, der dritte Spieltag ist in den Büchern und wir wollen natürlich wie immer alles analysieren. Wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer, wie sind die Challenges gelaufen und so weiter und so fort. Und damit fangen wir genau jetzt an. Ich bin Max, schön, dass ihr mit am Start seid. Lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefällt. Ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und schreibt mal in die Kommentare, wie euer Spieltag gelaufen ist. Und damit gehen wir rein und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und zuallererst haben wir mal ein paar Dinge zu klären, und zwar, wie liefen die Challenges? Wir sind angetreten in der Championship gegen den NASA-PC und dann in der Lieferando und in der Auswärts-Challenge gegen Tobi. Championship können wir uns ganz kurz halten, denn die ging glasklar an mich mit 1608 Punkten, hatte da ein ganz gutes Händchen, bis auf Jekyll, der gar nicht gespielt hat. Und dann eben Malen und Benze Baini, allen voran natürlich mit Boniface und den Leverkusenern, das war überragend, aber auch Chan, Goretzka, Zagadou, Nikolas, 500k-Keeper hat sich ausgezahlt, 125 Punkte, also da kann man mit zufrieden sein. Der NASA-PC, ich habe es mir aufgeschrieben, 1176 Punkte mit der Ulreich im Kasten, dann eben die Wolfsburger, Mähle und der Cesiger zusammen irgendwie 70 Punkte gemacht. Den haben wir noch, Kane 72, dann Soloy minus 21, also da waren ein paar Dinge, die nicht zusammengelaufen sind, deswegen ging das ganz klar an mich. Den Rest halten wir kurz, die Auswärts-Challenge ging an Tobi, ich hatte 457 Punkte, er hatte 608 und die Lieferando-Challenge, die habe ich gewonnen mit mickrigen 413 Punkten, Tobi hatte nur 214, also es war Not gegen Elend. So viel zu den Challenges und damit würde ich sagen, gehen wir ganz kurz in meine private Runde und dann in die Analyse. Und auch hier machen wir es kurz. Boniface und Chaka überragend. Davis mit dem dritten fetten grünen Balken in Folge, meine ich. Genau, auch Raum mit dem dritten grünen Balken. Stenzel 101 Punkte, okay, wobei da mehr drin gewesen wäre beim 5-0 gegen Freiburg. Und dann geht's bergab mit Czerny 53. Gruda, ich habe mich so gefreut, dass der gespielt hat. Nur 9 Punkte. Kabak verletzt ausgefallen und dann Mwene Minuspunkte. Und der Honorar, da habe ich mich extrem geärgert. Minus 16. Macht am Ende dann eine 942. Ist okay. Und ich denke, das kann man so stehen lassen. Und damit gehen wir jetzt rein ins Matchday-Radar. Matchday-Radar. Und wir legen los mit Union Berlin. Und für die war es gestern natürlich ein gebrauchter Abend. 0-3 zu Hause gegen RB Leipzig. Und die tragische Figur natürlich Kevin Volland bei seinem Startelfdebüt. Gleich mal die rote Karte. Minus 68 Punkte. Und ich glaube, es war nicht mal Absicht gegen Mohamed Simakon. Ansonsten muss ich sagen, war Robin Gosens extrem schwach, meines Erachtens. Weder offensiv noch defensiv. Gegen Darmstadt hat er mir extrem gut gefallen. Gestern überhaupt nicht. Fofana fand ich noch den besten. 6 Punkte am Ende. Spiegelt jetzt nicht direkt seine Leistung wieder. Also den fand ich wirklich gut. Bonucci haben wir leider nicht gesehen, dann wahrscheinlich nach der Länderspielpause. Und sonst muss man sagen, es war halt ein Spiel gegen einen der Top-Favoriten der Bundesliga. Das kann mal passieren, würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Ja, Mund abputzen und weitermachen, das sollte die Devise sein. Dann haben wir Freiburg und die haben richtig auf die Mütze bekommen. Vielleicht für mich die größte Überraschung. Man muss aber auch konstatieren, dass Stuttgart aktuell anscheinend extrem stark ist vor heimischem Publikum. Höfler, Grifo, das waren noch die Besten mit 53 und 41 Punkten. Ansonsten ist man wirklich komplett untergegangen. Salai Bitter minus 21 hatten wir eben schon beim NASA-PC. Und sonst muss man auch sagen, war das ein gebrauchter Nachmittag. Und ich denke, da brauchen wir jetzt nicht allzu viel weiter drüber sprechen. Und das gleiche gilt für Mainz 05. Die sind unter die Räder gekommen in Bremen. 4-0 verloren. Gruda hat zum ersten Mal gespielt. Dem 9 Punkte unterm Strich. Ich fand ihn spielerisch aber gar nicht so schlecht. Der hat sich viel getraut, oft ins 1 gegen 1 gegangen. Viele Akzente gesetzt. Deswegen auch da spiegeln die Punkte jetzt nicht die wirkliche Leistung wieder meiner Ansicht nach. Wir müssen aber ehrlich zu uns selber sein. Ajorg wird zurückkommen in der Länderspielpause und dann ist mehr als ein Bankplatz wahrscheinlich nicht drin am 4. Spieltag. Wird mit Sicherheit wieder reinkommen als Joker. Für den Preis, finde ich, kann man den aktuell auch behalten. Der Elfer von Hanke Olsen natürlich super bitter. Ich glaube, es waren seine ersten beiden Spielminuten in der Saison. Den Kontakt habe ich jetzt auch nicht wirklich gesehen. Minus 63 Punkte resultieren daraus. RIP an alle Hanke Olsen-Besitzer. Und dann müssen wir noch über Mwene sprechen. Da sind sich viele uneinig. Wird er jetzt gesetzt bleiben oder nicht? Ich glaube schon. Über die linke Seite. Wittmer ist nach wie vor verletzt. Cassie dann über rechts. Ich glaube, das war gegen Bremen jetzt ein Ausrutscher. Und dann spielt man am 4. Spieltag zu Hause gegen Stuttgart. Und da werden die Karten dann neu gemischt, wenn ihr mich fragt. Dann haben wir Darmstadt. Die waren physisch gar nicht so schlecht in den Zweikämpfen drin. Spielerisch aber natürlich wahnsinnig unterlegen. In Leverkusen kann man jetzt auch keinen großen Vorwurf machen. Der Call mit Riedel war natürlich ein maximaler Fail. Überhaupt keine Minute gespielt. Weiß nicht, ob sich das jetzt auch so ausgezahlt hätte gegen Leverkusen. Ansonsten Willemsson mit einem Treffer. Könnte damit seinen Stammplatz manifestiert haben für die nächsten Wochen. Kann man mal auf dem Zettel haben für 1,1 Millionen. Aber sonst würde ich sagen, war das jetzt wieder mal eher mau, was Darmstadt angeboten hat. Dann haben wir
Wolfsburg. Hätte nicht gedacht, dass die verlieren gegen Hoffenheim. Wind und Tomasch, die beiden Punktbesten mit 194, hier Tor und Vorlage. Dann haben wir Lacroix noch mit 52 und dann Rogerio, Linksverteidiger, erstes Spiel, immerhin viertbester Punkt dabei bei den Wölfen. Könnte dann seinen Platz auch hinten links gefestigt haben und ist relativ günstig noch zu haben. Aktuell 6,7 Millionen, sollte man auf jeden Fall mal auf der Scouting-Liste haben. Und ansonsten war das wirklich relativ mau. Saar ist reingekommen, minus 22 Punkte, kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Arnold hat gespielt, sie haben verloren. Muss man mal schauen, was das zu bedeuten hat. Vielleicht sehen wir Maxi Arnold dann nächste Woche wieder auf der Bank. Dann der erste FC Köln. 1-1 gegen Frankfurt. Keins mit dem Treffer. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Alidu hat sein Debüt gemacht gegen seinen alten oder aktuellen Arbeitgeber. Ist ja nur ausgeliehen. 15 Punkte. Ich glaube jetzt nicht, dass der auf die Startelf drückt. Genauso wenig wie Steffen Tigges. Auch wenn der gestartet hat gestern. 35 Punkte. Davy Selke sollte zurück sein nach der Länderspielpause. Dann ist auch sein Platz wieder gesaved. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es hier eigentlich nichts, worüber wir sprechen müssen. Und dann das Gladbach-Spiel gegen Bayern. Holy shit. Das war wirklich nichts, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Und ich möchte einmal kurz auf den Wechsel eingehen. Jordan Sibachö für Tomasz Tschwanchara. Ich muss wirklich sagen, rein von den Punkten, 3 hat er gemacht, Tschwanchara, ist es natürlich gar nichts. Spielerisch fand ich den Tschechen aber wirklich einen der Besten, hat sich in jeden Zweikampf reingehauen, konnte mal einen Ball festmachen, hat auch so ein bisschen Gefahr wenigstens noch ausgestrahlt. Aber das, was Jordan Sibachö gemacht hat, das war eine Frechheit. Es war wirklich bodenlos. Der Typ konnte keinen einzigen Ball annehmen. Also es war wirklich einer der schlechtesten Stürmerauftritte, die ich je gesehen habe. Ich habe auch nicht verstanden, dass Seoane dann Honorar irgendwie als zweite Spitze reingebracht hat. War völlig verloren aus meiner Sicht. Da würde ich euch übrigens raten, den jetzt nicht Panik zu verkaufen. Ich habe gehört, der war leicht angeschlagen vor der Partie. Also ich denke, der wird dann am vierten Spieltag gegen Darmstadt für den Hinterkopf wieder auf der rechten Seite starten. Das hat gut geklappt bisher. Also war wirklich ein schwacher Auftritt von Gladbach. Man muss einmal aber die Verteidiger loben. Die haben auch mit Abstand am besten gepunktet. Einmal Nikolas im Kasten, hat vielleicht das Spiel seines Lebens gemacht. Wöber genauso überragend, jetzt nicht nur wegen dem Assist, hat Harry Kane komplett kalt gestellt. Und auch Friedrich hat mir gut gefallen. Fußballerisch mal so einen Move rausgepackt. Guter Spielaufbau. Itakura mit dem Tor sowieso, glaube ich, schon sein zweiter Treffer in dieser Saison. Also Verteidiger top, der Rest komplett flop, vor allen Dingen die Stürmer. Das war wirklich gar nichts. Und im Gegenzug können wir eigentlich direkt die Bayern wegmachen. Kimmich wieder mal mit 2 Vorlagen. Mich hat es irgendwie geärgert, dass es eine Ecke war, weil jetzt hat er wieder einen Grund dafür, dass er die nächsten 200 Ecken schießt. Davon 199 schlecht und eine wahrscheinlich dann ganz gut. Sané für mich, nicht nur wegen dem Tor, bester Mann auf dem Platz. Irgendwie auch hier wieder diese Lustlosigkeit. Aber ich finde, wenn der dazu dann gut spielt, dann wirkt es extrem lässig und man hat das Gefühl, der muss sich überhaupt nicht anstrengen, um eben viel besser zu sein als seine Gegenspieler. Also es war schon wirklich stark. Goretzka hat seinen Platz im Mittelfeld absolut gefestigt. Ja, Leimer als Rechtsverteidiger war ganz okay gegen Gladbach, aber ich will nicht wissen, wie das aussieht in den wirklich richtig großen Spielen. Dann hat Bayern wirklich nur Masraoui, das ist zumindest meine Meinung. Kim wirkt meines Erachtens aktuell noch extrem fahrig, extrem unsicher, viele Fehlpässe, gefühlt noch mehr als Dayot Upamecano. Also ich denke, das ist eine Frage der Zeit, bis wir De Ligt wieder von Beginn an sehen. Und ansonsten Masraoui relativ früh rausgenommen wegen der gelben Karte, war da gelb-rot gefährdet. Kane ohne Treffer war komplett kaltgestellt. Also es gibt mir als Kickbase-Spieler so ein bisschen zu denken, ob Kane wirklich jedes Spiel trifft, weil es war wirklich kein guter Auftritt. Telda mit einem Treffer, ich finde den Jungen überragend, wird aber nie Stamm spielen, solange Kane da ist. Ich denke, das ist völlig klar. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn ich vergleiche, wie Leverkusen letztes Wochenende aufgetreten ist in Gladbach, war das für mich deutlich dominanter als das, was die Bayern jetzt am Samstagabend gemacht haben. Dann haben wir Heidenheim und Dortmund, lass uns da auch kurz drüber sprechen. Erste Halbzeit geht komplett an Dortmund, das, was in der zweiten Halbzeit abging. Alter Verwalter, kein Plan, was Dortmund da geritten hat. Ich will einmal auf Jan-Niklas Beste eingehen, hat nur 69 Punkte gemacht, war für mich aber bester Spieler des Spiels, zumindest in der zweiten Halbzeit. Der Typ spielt mit einem geisteskranken Einsatz. Der Typ kann eine gute Flanke schlagen unter Druck, der Typ kann gute Eckbälle und Freistöße schießen, also all das, was ganz viele Bundesligaspieler irgendwie nicht hinbekommen. Überragend, dazu wie gesagt eine ganz, ganz krasse Moral und 8 Punkte, der hat 8 Punkte gemacht. Leonard Maloney, nicht wirklich Kickbase-relevant, aber wie viel Meter der gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Der Typ hat wirklich eine doppelte Pferdelunge, glaube ich. Also was der gelaufen ist, unfassbar. Ein Sprint nach dem anderen dazu, dieser Knockout weitergemacht. Fand ich wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Dingchi mit einem Treffer, Kleindienst mit einem Treffer, cool geblieben bei dem Elfmeter. Und auch Piringer hat mir ganz gut gefallen nach Einwechslung. Ich meine, der wurde eingewechselt, oder?
Ja, wurde eingewechselt, hat mir ganz gut gefallen. Ja, und im selben Atemzug müssen wir eben über Dortmund sprechen. Alter Vater, was ging da ab? Wie viele Konter haben die zugelassen von Heidenheim in der zweiten Halbzeit? Also wenn Heidenheim irgendwie es ein bisschen besser angestellt hätte, hätten die hinten raus noch 3-4 Tore machen können. Also ich bin wirklich ein Dortmund-Sympathisant, aber ich hätte Heidenheim komplett gegönnt am Freitagabend, weil das, was Dortmund gemacht hat in Halbzeit 2, war wirklich Arbeitsverweigerung. Und das spiegeln auch die Punkte wieder. Haller natürlich allen voran mit minus 24. Füllkrug, muss ich euch ganz ehrlich sagen, viel zu spät reingekommen, meines Erachtens. Irgendwie erst in der 80. Spielminute. Der Typ steht voll im Saft, ist Deutschlands Nationalstürmer. Weiß nicht, warum man so lange wartet, um den zu bringen, dann noch in so einem Spiel. Ja, hatte eben jetzt nicht mehr so viele Aktionen, also kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, wenn Sebastian Haller so weitermacht, dann wird Niklas Füllkrug wirklich seinen Platz einnehmen, weil spielerisch unabhängig vom Elfmeter war das wirklich wieder relativ mau von Haller. Dann haben wir einen Matcher, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Nach Einwechslung vielleicht mit der Beste dann in Halbzeit 2. Daniel Mahlen ohne Treffer. Marius Wolf, müssen wir ehrlich sagen, wenn Riason fit ist, sehe ich den da auch wieder vorne nach der Länderspielpause. Sabitzer in Ordnung, dann ist Brandt eben für mich aktuell der mit Abstand formstärkste Dortmunder. Can eben mit 183 Punkten wegen dem Elfmeter und eben der Vorlage zum 1-0. Also so wird das ganz, ganz schwer da vorne standzuhalten, wenn man sieht, wie die anderen Mannschaften aktuell spielen. Dann haben wir Augsburg gegen Bochum. Ja, weiß ich nicht, muss ich jetzt nicht so viel zu sagen. Asano Doppelpack natürlich geil, sollte dann auch wieder nach der Länderspielpause spielen. Bernardo hält sich mittlerweile in der Innenverteidigung. Ich hätte gedacht, dass Schlotterbeck da vielleicht reinkommt. Bero mit minus 5 Punkten von Beginn an, also wirklich seinem Status als Top-Transfer kommt er jetzt auch nicht nach. Ja, hätte man lieber einen 500k-Spieler aufgestellt, hätte man mehr Punkte gemacht. Bei den Augsburgern muss man sagen, das war gar nicht so verkehrt. Demirovic mit Tor und Vorlage, also der wird seiner Kapitänsrolle immer mehr gerecht. Und ich habe es letztes Mal gesagt, Damen im Auge behalten. Jetzt hat er 130 Punkte gemacht gegen Bochum, der ist überragend. Der gefällt mir wirklich gut für 10,7 Millionen. Eine absolute Kaufempfehlung. Und jetzt müssen wir natürlich sprechen über die Verteidiger Bauer und Udokai, weil ein gewisser Patrick Pfeiffer ist jetzt nach der Länderspielpause spielberechtigt. Hat ja noch die rote Karte. Der wird mit Sicherheit reinrutschen. Ich befürchte für Maximilian Bauer. Und sonst der Tietz von Beginn an hat auch eine gute Partie gemacht. Ja, der Einzige, der so ein bisschen abfällt aktuell, ist Arne Meyer. Ich hatte gedacht, nach der Vorbereitung, wo er wirklich viele Torbeteiligungen hatte, würde er eine größere Rolle spielen. Bisher original 7 Minuten in dieser Saison. Minus 1 Punkt ist dabei rumgesprungen. Also den würde ich spätestens jetzt dann mal verkaufen. Bei Frankfurt gab es jetzt nicht so viel Besonderes, außer dass Hugo Larsson von Beginn an gespielt hat. 3,5 Millionen, das müssen wir mal im Auge behalten. Und natürlich hätte das Debüt von Nils Nkunku nicht besser laufen können. Den entscheidenden Treffer zum 1:1 erzielt. 5 Minuten vor Schluss, 98 Punkte. Könnte natürlich relativ viel dafür sprechen, dass er dann nächste Woche von Beginn an ran darf. Ist aktuell auch gar nicht so teuer. 8,2 Millionen sollte man auch zu Larsson zusätzlich im Auge behalten. Dann haben wir Leipzig, die haben gespielt, wie gesagt, gestern gegen Union. Simmons kommt immer besser rein, Tor und Vorlage. Letzte Woche ja, glaube ich, schon getroffen und 2 Vorlagen, also der ist wirklich komplett on fire. Šeško hat sich wirklich beworben dafür, ab nächster oder übernächster Woche dann von Beginn an zu spielen mit seinen beiden Treffern. Gerade das zweite Tor war überragend. Olmo schön vorbereitet. Henrichs, wie gesagt, ich sag's immer wieder, vielleicht für mich mittlerweile der beste Rechtsverteidiger in der Liga. Simakor, die Schauspielerei muss nicht sein. Punktetechnisch stimmt das aber aktuell komplett. Und auch Kampel im Mittelfeld wird seiner Rolle komplett gerecht. Vielleicht aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Liga. 133er-Schnitt nach den ersten 3 Partien gegen Leverkusen nur auf der Bank gesessen. Also der macht wirklich einen richtig guten Job. Und ansonsten muss man sagen, auch David Raum und Xaver Schlager sind wirklich absolut in Ordnung. Hoffenheim müssen wir kurz über Maximilian Bayer reden. Schon das zweite Tor in Folge gemacht. 4,4 Millionen. Vielleicht der perfekte Lückenfüller aktuell in der App. Brooks natürlich ganz nice. Und Robert Sko drängt auf den Startelfplatz, wenn der so weitermacht, weil Bülter wirklich nicht performt. Sko letzte Woche schon ganz ordentlich gegen Heidenheim. Jetzt mit Tor und Vorlage nach Einwechslung gegen Wolfsburg. Also auch den hätte ich absolut mal auf dem Schirm aktuell an eurer Stelle. Und jetzt fehlt noch Bremen, Stuttgart und Leverkusen. Bremen 4-0. Justin in Jinma, wo ist er? Tor und Vorlage ebenfalls nach Einwechslung, hat sich auch beworben für mehr Spielzeit, 2,6 Millionen sollte man sich auch mal auf die Scouting-Liste packen. Und ansonsten hat Duxch endlich mal getroffen, Weiser mit einer Vorlage, Stay, Schmid war natürlich ein überragendes Spiel der Bremer. Und dann kommt dazu, dass die nächsten Spiele gar nicht so schwer sind, wenn man das so sagen kann. Heidenheim, Köln und Darmstadt, also zumindest mal auf dem Papier sind das Partien, wo man auf jeden Fall was holen kann. Stuttgart zu Hause, eine absolute Macht, 10 Tore in 2 Partien, Föhrig, ich glaube, der hat im ersten Spiel irgendwie
auch schon 2 Tore gemacht, oder? Ne, 2 Vorlagen waren das. Wieder 300 Punkte. Gerassi läuft absolut heiß. Also es tut dem VfB Stuttgart extrem gut, dass der geblieben ist. Karasor mit einer Vorlage. Stiller ist eingeschlagen wie eine Bombe. 200 Punkte Vorlage im ersten Spiel. Jön gefällt mir gut. Anton Silas mit einer Vorlage. Mio nach Einwechslung. Also es läuft auch von der Bank gegen Freiburg. Das darf man nicht vergessen. Stenzel 101 Punkte. Hat sich aber jetzt verletzt oder beziehungsweise war leicht angeschlagen. Das müssen wir mal beobachten. Könnte sein, dass der dann vielleicht ersetzt wird am 4. Spieltag, aber ansonsten muss man sagen, Stuttgarter sind aktuell wirklich Mittel zum Zweck, weil die nächsten Gegner auch da sind in Ordnung. Mainz, Darmstadt und Köln. Also Stuttgarter vielleicht für relativ kleines Geld relativ viele Punkte in den nächsten Wochen. Und da müssen wir gar nicht so viel sagen zu Leverkusen 5-1 gegen Darmstadt. Boniface natürlich mal wieder der alles überragende Mann mit 357 Punkten. Hofmann auch, Palacios, Wirtz, Xhaka, Frimpong wieder 2 Vorlagen. Ja, also weiß ich nicht. Leverkusen ist für mich aktuell einfach die heißeste Mannschaft in der Bundesliga, auch was die Kickbase-Punkte angeht. Ich glaube, das sieht man auch hier in der Gesamtwertung. Hier, Leverkusen, 6.300 Punkte besser als die Bayern. Das sagt schon alles. Sichert euch Leverkusen über die Länderspielpause, ist mein Tipp. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt auch durch. Genau, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.